was ist der Nutzen, den Sie persönlich aus der Chefsache ziehen wollen? Ja, so eine Chefsache, gibt es so ein Chefstable, wunderbaren Mittag hier. Ist eine geniale Plattform halt. Es ist mal schön, Leute zu sehen, die man zum Teil noch gar nicht kennt oder solche, die man lange noch nicht gesehen hat. Und einfach sich austauschen. Ich meine, wir erfahren hier Geschichten und Sachen, wo man so sonst nicht erfahren kann. Und das ist genial. Also wir einfach das teilen und irgendwie andere Meinungen holen. Und ich glaube, so ein bisschen, ja, von Berufskollegen eine Meinung abholen, hat halt einen viel grösseren Mehrwert wie von jemand anderem. Und das ist genial hier. Der Nutzen steht nicht einmal im Vordergrund. Für mich ist es wichtig, mich mit Kollegen zu treffen, die etwas zu sagen haben, die etwas bewirken in dieser Gastronomie. Und der Name Chefsache sagt es eigentlich schon aus. Es sind Küchenchefs, die Freunde sind, die einfach die Gastronomie prägen, respektive die Küchen in der Schweiz. Es ist natürlich schön, man kennt ja sehr viele Kollegen, sage ich mal, was alle da sind. Zum Teil haben wir zusammen schon irgendwo in einem Betrieb zusammengearbeitet. Und es ist einfach schön, da Netzwerke aufrecht aufzubauen und dann ein Austausch von den einzelnen Lieferanten, von wo beziehen die jetzt Fleisch und Fisch. Und ja, einfach mal, wo der Weg hinführt, sage ich mal, mit der Gastronomie. Ja, was gibt es für neue Trends? Bei welchen Trends geht man mit? Bei welchen Trends geht man auf keinen Fall mit? Einfach, wie positioniert sich die Gastronomie, die einzelnen Sparten? Wenn wir jetzt das fußballtechnisch mal ummünzen, was da innen ist, da wären Hunderte von Millionen, die da zusammen sind. Und das Know-how ist enorm. Und dann profitieren Sie aber schon selber wirtschaftlich. Ja, das ist immer ein Nebendeffekt. Das ist bei mir allgemein in meinem Geschäft ein Nebendeffekt. Ich gehe nie mit der Idee rein, was kann ich da profitieren. Das ist ein falscher Ansatz. Aber wenn schlussendlich etwas rauskommt, das ist logisch, es kommt immer etwas raus da. Dann ist es auf einer freundschaftlichen Basis, auf Informationen, wo du überkommst. Und Insider-Informationen kommst halt nur über, wenn du wirklich mit den wichtigen Leuten zusammen bist, mit denen, die etwas zu sagen haben. Oder?